SAE Alumni Convention 2010 in Berlin. Wir sind hier am Stand von ESI. Neben mir steht der Andreas. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich. Andreas, zeigst du uns mal eure Produktpalette bitte. Ja, also wir bieten im Prinzip Produkte für den Recording-Bereich, professionellen Recording-Bereich. Es geht los mit USB-Interfaces oder Digital-Analog-Wandler, auch im ganz kleinen Format. Dann geht es weiter mit PCI und PCI-Express-Karten, mit analogen Eingängen, Digital-IO sowie MIDI-IO. Dann gibt es im Prinzip USB-Interfaces und MIDI-Interfaces, auch für den DJ-Bereich. Und ganz unten haben wir noch ein professionelles PCI-Express-Interface mit ADAT-IO und Analog-IO. Hier liegt doch auch noch was Neues, oder? Ja, das ist unser kleiner, neuer Mini-Handy-Field-Recorder. Ganz kleine Abmessungen, 4 GB interner Speicher, sehr gute Qualität, Audioqualität, also und top klein, prima, um in die Tasche zu stecken und immer mit dabei zu haben. Weitere Neuheit, Keyboard habt ihr auch noch? Keyboards haben wir neue, genau. Gehen wir vielleicht gerade hier rüber. Und zwar ein neues 49-Tasten MIDI-Controller-Keyboard, gibt es auch als 25-Tasten-Version mit einem Aluminium-Chassis, sehr gut verarbeitet. Ein Top-Gerät, um gleich anzufangen. Dann habt ihr, sehe ich, hier noch Lautsprecher im Vertrieb und auch ein eigenes Interface. Genau, wir sehen hier noch ein USB 2.0 Audio-Interface ESO 1808. Ein komplett ausgestattetes Interface mit Mikrofoneingängen, Instrumenteneingängen, Line-Eingängen. Hier oben sehen wir Monitor-Lautsprecher, das sind die 5 Zöller, bieten wir auch in 8 Zoll. Im Prinzip Abhörmonitore auch für kleine Studios oder auch Videoschnittsplätze geeignet. Vielen Dank, Andreas. Dann weiterhin viel Erfolg hier auf der Convention und bis bald. Tschö. Danke.